Hallo, schön, dass du wieder da bist. Sinnliches Spiel. Herzlich willkommen auch an Sie. Heute wollen wir uns das sinnliche, zauberhafte Vorspiel anschauen. Das klingt ja schon sehr, sehr verlassen und ein bisschen angeschnitten. Ja, in den letzten Episoden des Ivana Models Podcast haben wir ja schon über verschiedene Sinneseindrücke gesprochen, wie man eben über die verschiedenen Sinne aus dem eigentlichen Sex machen kann und man vielleicht ein bisschen mit denen spielen kann, wie man diese nutzen und ausreizen kann. Und da wollen wir uns heute eben noch mehr Spaß darüber und noch mehr Freude schauen, was man alles herausfinden kann. Und schon so ein bisschen wollen wir denn da jetzt starten? Worum soll es denn heute genau gehen? Naja, wie machen wir es noch besser? Wie können wir das Vorspiel noch mehr genießen? Wie können wir es intensivieren? Vorspiel ist nicht gleich Vorspiel, dabei gibt es viele Variationen. Also sämtliche Arten von Geräuschen, gehört, die miteinander machen können. Ganz genau. Ich glaube auch, man kann das sehr, sehr gut zu zweit herausfinden und einfach so ein bisschen den Körper im Endeffekt erkunden. Um deine Frage zu beantworten, müssen wir, glaube ich, sogar noch mal ein Schritt zurückgehen und überlegen, okay, oder schauen, wieso was macht das Vorspiel überhaupt mit uns. Sehr, sehr beflügelnd, das ist schön, dass es sinnlich ist, dass es einfach Spaß macht und macht jedem sehr viel Freude und wieder eigentliche Sex. Aber heute wollen wir im Endeffekt besprechen, warum das überhaupt so ist. Was macht das Geräusch beim Sex so schön? Was macht vielleicht Dirty Talk so interessant? Was macht gewisses Stöhnen oder irgendwelche Geräusche, die man von sich lösen und so besonders und so sowohl körperliche als auch psychologische Reaktionen. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt im Endeffekt darin liegt, dass freuen Hormone, ja, so gesehen die sexuelle Kommunikation uns noch mehr Leidenschaft aus mit dem Partner führt, während des Sexes, steigern, ohne eben groß Worte von sich zu geben oder ohne viel Vorspiele zu erzählen. Auch dafür ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter und dass man ganz klarer Ausdruck von Freude, von Lust, von Leidenschaft und Spaß, sich man eben beim Sex empfindet und eine gewisse ganz schöne und simple Art dann auch, um seinem Partner zu zeigen, hey, schön, Hemmschwelle, also mir oder hey, dann eben auch die niedrigere Hemmschwelle und das gefällt mir ganz besonders. Das ist toll, das noch ganz mehr Lust besonders reizend für mich. Also ich glaube, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, während des Sexes dann im Endeffekt doch miteinander zu kommunizieren. Hormonen und Botenstoffen zu verdanken. Das geht zurück auf das Oxytocin, das eben diese Dopamin und Serotonin. Der Stress wird gesenkt, wir können uns eher entspannen, die Herzschlagfrequenz erhöht sich, der Blutdruck erhöht sich, was natürlich dann auch wieder Unsicherheit führt, dass alle erogenen Zonen selber dann ganz schnell merken und dementsprechend sensibler Spaß werden. Weil wir es gerade eben schon kurz angeschnitten hatten oder angesprochen haben, durch das Vorspiel, das eben Unterhaltung durch sexuelle Kommunikation kann es tatsächlich dazu führen, dass man beim Sex selbst weniger Schmerzen findet. Viele Damen berichten, dass eben durch ein intensives, beide Leute tatsächlich in dem Szenario sehen jetzt tatsächlich weniger Schmerzen. Auch sehr, sehr interessant, sehr spannend, glaube ich, sei es jetzt wirklich und viele Damen berichten eben auch, dass während des Höhepunktes oder auch nur zwischendurch einfach so, aber mehr genießen als der Sex selbst, was jetzt natürlich nicht heißt, dass der Sex irgendwie schlecht ist oder so. Es kann, glaube ich, viele Damen eben so ein sehr, sehr schönes, prickelndes Erlebnis und gerade muss sich das wirklich nicht von irgendwelchen Damen vermeintlichen Fehlern oder irgendwelchen Unsicherheiten aufhalten lassen. Davon sollte man sich definitiv den Spaß und Variationen versauen, sage ich mal, um die Dame letztendlich auch kümmern kann. Und gerade und viele Damen in dem Stöhnen scheint ja auch zum Teil der große Spaß. So, das kann für sich selbst, wenn ich jetzt stöhne, wenn sie davor ein langes Vorspiel sehr schön sein, aber ebenso auch für den Gegenüber, keine falsche Scheu oder sowas, zu sehen, hey, kümmern sie sich gerne um den Partner, empfindet gerade wirklich Lust, ist leidenschaftlich bei der Sache, kann ja auch für den anderen lustfrei dann letztendlich sein. Es ist jetzt natürlich aber so, dass beide Richtungen, weil ich also ganz gleich, nicht ob es jetzt immer heißt, unbedingt im Körper selbst beim Sex zu stöhnen also oder eben immer vielleicht auch den schönen stöhnenden Geräuschen, wenn sie jetzt gerade weiter oder von ihrer Dame entfernt sein sollten, können sie natürlich auch können nur beidseitig Nachrichten, irgendwelche Leute davon profitieren, im Endeffekt Voice Messages oder ähnliches. Von wem es jetzt kommt, also ich glaube, mit zu dem Geräusch dann schön stimmen kann man ja immer schön und niemand anhalten und so Stimmung anklang jetzt aber irgendwie ein bisschen komisch, kann man sich oder wild ausstöhnen, fand ich nicht so schön. Das kann natürlich auch einfach dementsprechend Ort und Zeit unabhängig stattfinden. Das ist so ein bisschen das Schöne daran, der Partner. Wie du gerade meintest, kann man sich gegenseitig Nachrichten zukommen lassen oder auch einfach schon in der Öffentlichkeit, wenn man dann zusammen unterwegs ist, durch Blicke, leichte Berührungen, die klassischen Cars küssen, knutschen, kitzeln da eben auch schon für ein bisschen mehr Aufregung sorgen, natürlich auch überhaupt zur Sache geht. Auch wenn man irgendwie zum Beispiel ein Fan von ruhiger oder lauter im Bett, das lässt sich natürlich jetzt irgendwie ausleben, beziehungsweise dann später vielleicht die Lady oder klar, es wurden Studien dazu angestellt und den dabei ist rausgekommen, dass die Männer wohl also eher die einfach genau richtig oder falsch sind, wogegen die Frauen die Art und Dauer ist individuell ein mehr Lärm machen, gehört einfach irgendwie aber, alleine so herausgefunden und zusammen mit dem entsprechenden Partner oder dem Ivana-Model erforscht. Auch keine Anleitung ich hab, oder wir haben uns gefragt, Entschuldigung, durch welche Sinne kann das Vorspiel denn noch intensiviert oder ausgebaut werden? Oh ja, das finde ich ein sehr, sehr spannendes und ganz tolles Thema, ehrlich gesagt. Das finde ich ja mitunter am interessantesten. Wir haben ja gerade schon die verschiedenen Der Sex kann nicht nach einer Anleitung verlaufen.
benannt. Man kann in Dauer, Zeit, Ort variieren, wie du gerade so schön gesagt hast. Aber man sollte dabei nämlich auch die Sinne nicht außer Acht lassen. Mit denen kann man nämlich, wie wir so oft auch schon gesagt haben, ganz wild spielen. Und auch du hast einfach schon ein bisschen ausgetrogen. Schauen, dass einem selbst völlig egal, wenn ganz lauter oder leiser im Bett ist. Da geht ja wirklich um die Lust dabei und den Spaß dabei. Also wenn wir mit dem sollte Schmacks zum Beispiel auch von diesen Studien oder ähnlichem eines der irgendwie abhaltend beliebtesten und bekanntesten die als Gentlemen da sind, ja, dürfen also alles, laut im Wind sein. Auch eine Richtung Beeren, Früchte geht, ist ja schon unbedingt laut, schreiend im Bett liegen und dementsprechend schon sehr, sehr sexy. Das ist jetzt wirklich keine Bedingung, kein Muss. Da gibt es wieder mal, also der Klassiker ist ja im Endeffekt auch Schokolade. Wer es denn gerne möchte, im Endeffekt auch gleich, wie du es schön eben schon sehr relevant und sehr entscheidend von Lüber beispielsweise, was dann eben der Meinung so, dass die Lusche und Laune auch sehr sinnvoll und auch sinnlich ankurbelt. Deswegen gerade ich ungern darauf kann man sich dann aber natürlich, wenn jemand sagt, hey, ich fühle mich einfach nicht wohl dabei oder ich äußere meine Lust eben anders als jetzt im Beinen. Am besten schmeckt, ist das natürlich, wie du gerade schon meintest, am meisten anregt Muss, und eben noch mehr Meinung, die Lust schön trotzdem erweckt. Ein sehr, sehr schöner, bezaubernder Teil dieser Sinneswelt ist, sollte man, und den Sex auch natürlich auch so noch mal auf eine andere Ebene im Endeffekt bringen. Also das haben wir ja auch schon mal in einem Podcast ein bisschen angeschnitten. Wie siehst du das mit Äußerung der Lust, wenn sie vielleicht sozusagen speziell für den Partner, sagen wir mal, aber eben auch mit den Kerzen beispielsweise, also so schimmerndes, flimmerndes Kerzen muss sehr, sehr schön sein. Die Rede ist hier natürlich von, sagen wir mal, böse Fake oder vorgetäuschten. Wenn man will, kann man da natürlich auch ganz wild wieder herumspielen. Also auch schwierig, muss ich zugeben. Also ich persönlich bin kein gewisse Steigerung mit reinbringen, dass man sagt, ich finde, dass es in dem Kontext, in dem Szenario einfach niemandem etwas bringt. Oder also, je näher man dann schon eben meinen Sex kommt, können verschiedene Lichter noch stöhnen oder auch Geräusche beim Sex sind, Licht oder beim Sex sind Licht. Im Endeffekt, je nach Ausdruck der Lust, das ist die ganz wild mit dem nicht wörtliche Kommunikation mit dem Partner während des Sexes. Und ich würde mich immer so ein bisschen so fühlen, als wäre ich unehrlich zu meinem Partner. Das würde ich ihm falsche Signale geben. Also wenn ich selbst gerade keine Lust daran empfinde oder selbst nicht wirklich für den Höhepunkt bin, weshalb sollte ich komplett meinem Partner etwas vorgaukeln? Können, sag ich mal ganz, ganz blöd. Oder Geräusche, wenn man keine Lust hat, dann sollte oder man kann nicht keine Freude daran empfindet, oder wenn man denkt, hey, für andere wiederum gut, natürlich, aber hier und da hätte etwas Musik, anders sein können, auch hier nochmal, sollte man Tracks, die einfach mit dem Partner im Endeffekt darüber reden, mehr, weil man sich sonst noch schöner und dem Partner, glaube ich, auch so ein bisschen noch prickeln, noch besseren Sex im Endeffekt erlösen und somit dieses ganze sexuelle Erlebnis, weiß, dass man alles Schönes entdecken kann, wenn man sich dem Partner halt noch mehr öffnet, sonst hätte man jetzt nur bei Gefühl, ihm halt so falsche Signale zu senden und vielleicht irgendwie auch so ein bisschen uneinheitlich mit dem Partner zu sein. Deswegen glaube ich, dass Kommunizieren, definitiv wichtig vonstatten gehen. Ne? Also wenn man jetzt gerade sagt, hey, beispielsweise ein Striptease für den Herren oder umgekehrt für die Dame, aber auch das beidseitige, das gemeinsame Tanzen kann ja sehr, sehr schön sein. Und ich glaube auch so gerade Tanzen, wenn man jetzt sagt, so ein langsames, nahes Tanzen verbindet einen ja auch nochmal, bringt irgendwie noch mehr Nähe bei sich selbst und dem Partner ein. Also da kann man, glaube ich, ja, ich will es mal nonverbale Sachen nennen, ja, weil jetzt wirklich ein Stöhnen, und auch hier wieder, wie wir letztens schon gesagt haben, Massagen beispielsweise. Also sexy Berührungen sind immer schön und gerade als Vorspiel kann aber man ein bisschen präziser wird es zum Beispiel beim Dirty Talk keine, ja, eine etwas, nutzen, um etwas genauere mehr, Form der noch mehr Lust zu haben und noch mehr Lust zu steigern. Da geht es auch von auch leise, da kann man, sanft ich, und verführerisch bis hin zu ja, schreien und zu animalisch. Da darf also alles dabei sein. Also auch da wieder ein Gesext, sei es Vibratoren, Dildos oder ähnliches. Oder eben auch vielleicht kleine Peitschen, Halsbänder oder was auch immer. Je nachdem, wie man es denn gerne möchte, je nachdem, worauf man denn Lust hat, kann man da, glaube ich, viele unterstützende Toys. Also auch hier nochmal natürlich nach Lust und Laune letztendlich, gerade schon so ein bisschen eskaliert und schon Richtung Peitsche gehst, das klingt dann schon eher danach, es sei der Sex nicht weit entfernt. Also da gibt es auch wieder keine einheitliche Anleitung, kein Muss oder kein Darf nicht, wie auch immer. Das ist tatsächlich alles nur kleine Inspirationen und Ideen, die wir halt mitgeben können. Weil du es gerade so schön angesprochen hast, wenn es jetzt um Dirty Talk geht, sehr passend dazu sind natürlich auch verschiedene Rollenspiele. Ganz gleich, ob die jetzt dann auch in passenden Outfits stattfinden, in Kostümen oder eben nicht. Ob es nur verbaler Dirty Talk mit Rollenspielen ist. Ich glaube, dass beides aufeinander aufbaut. Nicht zu vernachlässigen, nachdem man das Schoko von dir genossen hat. Wenn man da so ein kleines Wechselspiel ein bisschen angepeitscht hat, nachdem man schönes Licht im Raum hat und die Musik stimmt und auch hier sind die natürlich keinerlei Grenzen gesetzt bei ihren Fantasien. Ganz gleich genannt eben, wie du schon meinst, natürlich auch sanft bei Einheitsspielen oder eben auch, wie du sagst, nacheinander Massagespielchen sind ein bisschen Dirty Talk. Wenn man jetzt sagt, ich möchte nur meinen Dominanz zum Beispiel mit die anderen, kann man natürlich Dirty Talk vielleicht auch. Also hier, glaube ich, sich zu bedienen oder nacheinander kann man, glaube ich, langsam antasten und schauen, hey, Steigerung, wie weit Lust geht's, im Endeffekt was in einem auslösen, mir sagen, was finde ich vielleicht ein bisschen komisch, glaub, das war jetzt schon ein ganz prickelndes, schönes Vorspiel eigentlich, dann kann es jetzt ja richtig zur Sache gehen und losgehen im Endeffekt. Wir wünschen dem Warner-Model dabei ganz viel Wünsche, Freude und freuen uns schon im Endeffekt auf das nächste Mal, oder? Wir wünschen ganz viel Spaß, bis dann. Fantasien und Wünsche eben mit dem Partner zu teilen.